Moin, moin. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Lange, lange Pause gemacht. Jetzt geht's weiter. Gleich mit dem Spiel Reigns. Also kurz gesagt, ich bin jetzt König. Ich habe bis jetzt auch noch nicht gespielt. Ich habe mal ein Video bei YouTube gesehen davon. Deswegen bin ich mal gespannt, wie mir das Spiel selber gefällt, wenn ich das selber spiele. Ist das schön laut? Ihr platzt das Gehör. Gut. Ah, okay, so die Tutorial. Okay. Junge König, ja, das bin ich. Ihr habt mich also vom Thron verdrängt und für alle Zeit in diesen Verlies geschickt. Ja. Nun, jetzt habt ihr den Schlammmassel am Hals. Viel Glück damit. Die sind alle ziemlich verrückt, wisst ihr? Ach, lesen könnt ihr eigentlich selber. Versucht einfach ein Gleichgewicht zwischen den vier Mächten zu wahren, um euren Kopf zu behalten. Vier Mächte meint er die mit hier oben. Also Religion, die Menschen selber, meine Armee und das Gold. Der Geist sieht euch nachdenklich an und verschwindet. Ihr kehrt in den Thronsaal zurück. Das Spiel beginnt. Wenn ihr ein Tier wärt, dann welches? Ein Löwe? Wenn ich ein Tier wäre... Sag ich ja, geht meine Armee wahrscheinlich nach oben. Meine Güte. Ich hätte eher Nein gesagt, wenn ich selber als Tier, wie als Eber. Humor. Also, ich habe von einer jungen Prinzessin gehört, die gegen ihren Willen im Burg Dunkelfels festgehalten wird. Und mein Pferd. Eine offensichtliche Falle. Reitet in voller Rüstung nach Dunkelfels, stolz und glitzernd. Erst bei teuer, seid ihr der König? Seid ihr wegen der Maid hier? Ja. Oh gut, hier nehmt sie. Aber erst werde ich euch töten. Seid ihr zurück hier? Hat euch unser kleines Abenteuer gefallen? Der Drache war nicht billig. Und wer bezahlt das? Na, ich natürlich. Majestät Guybrush Schandmaul hat einen Löwen in der Straßenhauptstadt freigelassen. Dort ist die Hölle los. Schließt die Burgtore, entsendet die Armee. Schickt die Armee, wird meine Armee weniger wahrscheinlich. Königreich im Süden behauptet, ihr werdet mit ihrer Prinzessin verlobt. Lehnt die ab, könnte es Krieg geben. Nee, bin ich halt verlobt mit dir. Kostet mich Geld und Religion wird mir... Scheiße, die Religion. Hört, General Pollon, wurde im Bett der Königin gesehen. Wen wollt ihr hinrichten lassen?
Beide hinrichten lassen eigentlich, naja. Aber in dem Fall würde ich entscheiden müssen, ob ich die Königin hinrichte. Die Nachricht lautet, die Insulaner bedrohen uns. Greifen wir sie an, bevor sie uns angreifen. Kostet mich Armee und jede Menge Gold. Nee. Gott, das lag aber echt beschissen. In den Minen sind wir auf Gold gestoßen. Sollen wir tiefer graben? Ja. Flüstert. Eine junge Frau behauptet, ihr Sohn sei von euch. Sollen wir das Problem beseitigen? Guybrush Schandmaul sollte zerstückelt werden. Dürfen wir? Bitte? Der Trottel hat eine... Was soll das? Eine Blide. Also, warte mal. Google. Eine Blide zerstört. Wem gehört dieser Vogel? Danke. In der Hauptstadt gab es eine Explosion. Wir wissen nicht, was los ist. Sollen wir die Stadttore schließen? Nein. Dies ist der kälteste Winter der letzten 30 Jahre. Nach einer schlechten Ernte hungert euer Volk. Verteilt unsere Vorräte. Der König des Westens bietet uns viel Geld. Er will einen kleinen Teil unseres Landes kaufen. Was sagst du? So war ich gerade hier. Wir möchten eine neue Steuer für die Kirche erheben, die natürlich mit der Krone geteilt wird. Na, das war's. Die Burg wurde geplündert, euer Hofstaat zerstreut sich und ihr herrscht nur noch über Tauben. Der König ist tot. Lang lebe der König. Begegnet dem Teufel. Okay, also muss ich heiraten. Wow. Seid ihr der junge König? Ah, war nur ein Scherz. Ich weiß, das haben wir schon durch. Das ist unser Fluch, versteht ihr? Das ist unser Fluch, versteht ihr? Ja. Ach Gott, ich hab keinen Bock mehr zu lesen. Wir werden uns an jeden einzelnen König dieser Dynastie erinnern. Jeden Kompromiss, jeden Tod. Auf ewig. Aber... Es heißt nur, der Teufel werde uns die verfluchten Könige vergessen lassen. Aber existiert er überhaupt? Ja, das tut er. Ein interessanter Gedanke vielleicht. Vielleicht werden wir ihn irgendwann finden. Ja. All unsere Katapulte wurden sabotiert. Findet die Verräter. Wir könnten ein Problem haben. Ein Mönch hat seine Brüder gebissen und das greift rasch um sich. Werwölfe? Nein, ich glaube nicht. Es sei denn, ist lieber als schlimm Mangel an körperlicher Bewegung.
gebt uns genug Macht, um in eurem Land Gottes Recht durchzusetzen. Der Papst ist bereit, dafür zu bezahlen. Okay, ich krieg hohe Religion, krieg Geld dafür. Ich schätze, meine Armee wird schwächer, meine Menschen werden dadurch schwächer. Aber okay, wenn das nicht zu viel ist. Die Königin des Südens bietet an, uns beim Zurückschlagen der Besorgung zu helfen. Einer meiner Hände habe ich ein Geschenk für euch. Der Tropfenfluss ist wieder ausgetrocknet. Wir sollten einen Damm bauen. Die Wikinger greifen uns an. Wir müssen unser Königreich im Norden verteidigen. Greifen sie an. Oh, Scheißkirche. Verhängt eine Ausgangssperre. Auf den Straßen der Hauptstadt ist es nass nicht sicher. Für die Menschen schlecht fürs Geld. Majestät, ein Doktor hat das Leben meines Neffen gerettet. Fast wie durch Zauberei. Er ist jetzt hier. Lass ihn herein. Erstmal einen Schluck trinken. Gott, das geht euch aufs Leben. Der Feind will einen Friedensvertrag. Das ist die beste Methode, den Krieg zu beenden. Ja. Autsch. Aus kosmischen Unmengen, ja. Ach, dann töte ich die Tochter. Was soll's? Majestät. Die Wölfe fressen unsere Kinder. Dürfen wir sie haben? Ich hätte sie selbst hören, aber das klingt nach einer unglaublich guten Idee. Ein Erdbeben hat große Teile der Hauptstadt zerstört. Die Stadtwache erwartet eure Befehle. Rettet die Außenwache. Ich bin pleite. Falls ihr euch wundert, falls das hier irgendwie nicht irgendwie Online-Sachen habe oder Vergleiche mit Freunden, ich bin gerade nicht online. Aber was ist das hier eigentlich? Ich muss da ganz kurz was gucken. Ja, läuft alles gut. Weiter geht's. Dann machen wir mal weiter mit der Show. Die Händler möchten eine neue Gilde gründen und entsenden ihren Vertreter an den Hof. Gottfried der Verstrecker. Ein Großbrand zerstört eure Monopole, Majestät. Okay, da ist ein tolles, schlechtes, was ihr machen könnt. Majestät, ich bin Meister Wright, heißt es wahrscheinlich. Leiter der Händlergilde. Bitte nimmt ein Zeichen meiner Dankbarkeit an. Mein König, offenbar ist die Hygiene in eurer Armee sehr schlecht. Dafür sollten wir mehr Geld aufwenden. Gut für die Armee, steckt was Geld. Ich möchte ein Lied zu eurer Majestät singen. Es heißt der Narr und seine Majestät. Es war einmal ein armer Narr. Das mache ich nicht weiter, keine Ahnung. Er sang allein ein trauriges, trauriges Lied. Mach weiter.
Er hatte eine majestätische Begleitung. Ein dunkles und hässliches Tier. Aber freundlich und sauber. Es wedelte ständig mit dem Schwanz. Kein Sinn. Vielen Dank. Die Baronien des Ostens führen wieder Krieg und ihre Bevölkerung kommt scharenweise zu uns. Heißt sie willkommen. Ein fremder Händler verkauft neuartige landwirtschaftliche Geräte. Wir sollten seine Waren kopieren. Einige Dörfer behaupten, himmlische Wesen greifen sie an. Sicher ein Trick, um weniger Steuern zu zahlen. Gut für die Menschen schlechtes Geld. Sollten wir in Nachbarländern Botschaften einrichten, vielleicht könnten wir so Kriege verhindern. Mir ist eine seltsame Frau begegnet, die sich mit Pflanzenkunde und Träumen auskennt. Würdet ihr sie treffen? Der Zauberer begegnet der Hexe. Eine Explosion in der Mine hat mindestens 100 Leute getötet. Sollen wir weitergraben? Ja, ich brauche das Geld. Die Nonnen eines Klosters haben begonnen, wie Katzen zu miauen. Das breitet sich ins Dorf aus. Ist noch schlecht für die Küche. Wuff, wuff. Rex möchte, dass sie ihm folgt. Also. Wuff. Rex bringt euch zu einem einsamen Wohnwagen auf dem Marktplatz. Ach, warte mal. Nein, nicht hier. Rex läuft um die Burg herum und bringt euch in den Thron dazu. Nein, nicht hier. Bringt euch in den Wald. Nicht hier. In einem entlegenen Dorf lehrt man die Kinder, Männer des Königs anzuschwuppen. Statuieren wir ein Exempel. Ja, Kirchen muss man mal kriegen. Durch neue landschaftliche Methoden hatten wir eine bessere Ernte. Was soll mit der Einkünfte geschehen? Alles mal. Der Berger, der Habgierige.
den Philosophen eingeschlossen und ist jetzt das Kreuz. Ich bin Madame Sikos. Ich kann euch helfen, die Sätze der Natur und die Grenzen des Menschen zu verstehen. Das klingt nützlich. Wir haben eine unbekannte Leiche im Verlies entdeckt. Ihre Hände fehlen. Sollen wir die Garnison verstärken? Oh, 20 Jahre. Wir haben eine weitere Leiche für dies entdeckt. Die Leute werden nervös, fordern mal Sicherheit. Ah, gut, dann machen wir. Macht das. Gut für die Menschen, schlecht für die Kirche. Ich bin wieder pleite. Gut, gib mir ein bisschen Geld wieder. Ja. Ihr habt Gicht, Majestät. Ich empfehle weniger Fleisch, mehr Gemüse und keinerlei Liebesgeschichten. Das ist doch scheiße. Seid verhaftet, ihr habt die Gebote der Heiligen Kirche gebrochen. Ja! Hey! Das ist ja gar nicht nett. So ein Arschgeil. Jetzt geht's weiter mit Heinrich. König Heinrich, um genau zu sein. Wäre es in einer Wildschweinjagd? Das geht meistens schlecht aus. Das war eine kurze. Oh Mann.